Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Sonntagspunch nach etwas kürzerer Zeit mal wieder ein Sonntagspunch. Also nach dem Intro geht das los. Bis gleich. Ich habe heute auch einen kleinen Gast mit dabei in diesem Sonntagspunch, denn ich habe Post bekommen. Und Sarina, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich. Ich habe nämlich von Sarina was zugeschickt gekriegt. Von der guten Elania, der eine oder andere, der schon länger dabei ist, wird sie auch noch kennen. Sie hat ein Buch geschrieben, und zwar Das Land Ynopien. Und hat mir davon ein Buch zugeschickt. Ich lese euch mal vor, was da drin steht. Lieber Björn, dieses Buch gebührt allein nur dir. Tauche ein und erlebe das Land Ynopien so nah wie nie zuvor. Es ehrt und grüßt dich, Sarina. Hammer cool. Hammer cool. Ich packe das in die Videobeschreibung mit rein als Link, wo ihr das bekommen könnt. Es geht um Ynop. Und hammergeil. Also ich bin da immer noch ein bisschen platt von, muss ich ganz ehrlich gestehen. Man sieht das Mikro kaum, ne? Aber hier ist das Mikro ist da. Ich bin da immer noch ein bisschen platt von, dass man da mal so ein Buch in den Händen hält, das mit einem selber was zu tun hat, ja, im Grunde genommen. So, hammercool. Vielen, vielen herzlichen lieben Dank dafür. Ja, und Link, wie gesagt, unten in der Beschreibung drin. Und ja, jetzt geht es nochmal mit den Sachen weiter, die ich sonst so jetzt momentan nebenbei alle mache. Ich habe mich für mein erstes Taekwondo-Turnier angemeldet. Am 11. Mai werde ich da mal nicht nur Bretter zerbröseln, sondern alle anderen böse angucken und den ersten Platz mit nach Hause nehmen. Ja, Taekwondo hat mich in meinem Leben jetzt hupala, komplett irgendwie reingekriegt. Also ich trainiere dafür natürlich. Ich hatte jetzt tatsächlich am Freitag sogar auch meine Einzelunterrichtsstunde mit dem Meister zusammen. Und das ist alles schon geil, wenn dir gesagt wird, dass du eigentlich alles richtig machst, und das Niveau, auf dem er das von einem auch verlangt, eigentlich so Schwarzgurt-Niveau ist. Und diese letzten kleinen 3, 4, 5%, um da noch mal ein bisschen was rauszuholen, da muss man eben halt einfach dann noch viel üben für. Ne? Und das ist momentan das, was ich mache. Ich möchte natürlich auch gerne glänzen auf diesem Turnier. Möchte da natürlich auch gerne reinbuttern. Ich hoffe, also es wird garantiert vom Elevate, heißt das, wo ich mein Taekwondo mache, wird es garantiert auch wieder so ein kleines Video von geben. Ich werde das auch wieder in den Discord reinstellen. Also da kommt dann auch hin und wieder einiges in Discord. Was ich momentan spiele, ist Stardew Valley. Mir fehlt noch ein Achievement. Ein einziges fehlt mir nur noch. Und es gibt da etwas, das nennt sich Journey of the Prairie King, ja. Wenn ihr wirklich mal an eure Geduldsgrenze gehen wollt, dann müsst ihr. Oh, Freeletics erinnert mich auch schon direkt. Ja, ist gut. Hinfort. Und ihr Pizzamann auch. Kann ich nur empfehlen, quasi. Ich mache das mal kleiner hier. Upala. Mal alles schnell weg. Mal kleiner machen. Nochmal kleiner machen. Nochmal kleiner machen. So alles mal kleiner gemacht und noch ein bisschen was weggecuttet. Ja. Und dieses Spiel, das ist einfach. Also, es schockt. Aber Journey of the Prairie King, alter Schwede, da musst du so ruhig bleiben, ne? Pack of Herausforderung heißt das Achievement. Ich drehe mich mal so ein Stück zur Seite, das kann man dann nämlich da sehen, da wo mein Daumen jetzt so hoch zeigt. Da hatte ich echt hart zu kämpfen mit mir. Also ich bin ein geduldiger Mensch, ne? Aber wenn FIFA-Spieler und ihre Tische verstehen oder Controller, das war wirklich, also ich habe da gestern ein bisschen richtig hart lange dran gebraucht, aber okay, ein Achievement und das ist ein easy Achievement, was mir noch fehlt. Das ist einmal das mit dem Yo-Yama-Mod, dass man da alle Upgrades macht anstatt das Community Center Stardew Valley. Mein Lütter, der fährt da voll drauf ab. Ich finde das super cool. Ja, aber ich bin froh, wenn ich da nicht 100% Achievement erreicht habe. Da. Das ist schon so ein geiles Ding. Das, wie gesagt, spiele ich momentan ein bisschen natürlich auf Studium und Arbeit. Arbeit brauchen wir, glaube ich, keinen großen Hehl machen. Wer die Nachrichten verfolgt, der kriegt ungefähr mit. Und wer jetzt so schlau ist und sich mal ein bisschen was über das US Central Command googelt, dann findet man auch und dann weiß man auch, dass ich da beschäftigt bin. Ja, aber mal gucken, was so kommt. Ich weiß, ich möchte eigentlich gerne auch ein paar Guides und Co. machen. Ich vermisse unglaublich meinen eigenen Raum in Deutschland im Haus. Dieses Jahr geht es für mich nämlich nicht nach Deutschland. Ich bleibe hier. Wir machen halt Urlaub, und machen so Zelturlaub, ja, gehen campen im Großen und Ganzen. Und werden da mal die ganzen Nationalparks, die ganzen State Parks hier alle genießen. Und ja, erstmal eine Woche geht es nochmal zu den Keys. Da wollen wir uns das gemütlich machen. Die Keys ist so dieser südliche Zipfel, das ist so eine Inselgruppe.
Mit Key West, der südlichste Punkt der kontinentalen oder des Kontinents, der USA halt. Super cool, aber in Hotels dazu übernachten kosten Vermögen. Und Campen ist halt einfach auch, glaube ich, nochmal, es gibt dem Ganzen einen besseren Touch oder erzeugt mehr Erinnerung, weil Hotels ist halt egal, wo du bist auf der Welt, ne? Ob das nun Wien ist, ob das nun in Spanien, Barcelona ist oder hier in Tampa, in Orlando oder so. Hotels sind halt Hotels, ne? Außer im Irak oder im Iran, da dürften die Hotels ein bisschen anders sein. Aber am Ende des Tages sind auch das Hotels, ne? Bestes Reiseziel ist das nicht. So, ja, und da wollen wir dann eben halt erstmal schön Urlaub machen, dann geht es nochmal eine Woche arbeiten und dann geht es nochmal 2 Wochen in Norden hier, mal ein bisschen gucken, wenn ich dann irgendwann mal hier so sturmfreie Bude habe, dann fliege ich nochmal eine Runde nach Las Vegas rüber, mal Kaching und Schlottomaten da, einfach nur, um das mal gemacht zu haben. Ja. Ich habe sowas, ich habe das mal mit 25 oder so mal ausprobiert, das hat mir persönlich dann nichts gegeben, ich schmeiß da so ein paar Coins rein, klack, sind die alle weg, aber um in Las Vegas gewesen zu sein und da mal an Schlottomaten gedrückt zu haben, das muss dann irgendwie sein. Aber das ist auch eher dann, glaube ich, so eine Männertour oder so, ne? Einfach nur mal eben halt ein paar Tage da mal rüber jetten und gucken, dass da dann, ja, dass man die Zeit da genießen kann. Spieltechnisch, ich werde Final Fantasy Rebirth durchspielen. Ich muss da mal ran. Komme ich da hin? Ja, ich komme da hin. Final Fantasy Rebirth, das ist das nächste, was ich durchspielen werde, wenn ich dann was spiele. Super geil, ich habe schon reingespielt, ne? Das ist auch mega cool, das Spiel. Ja, das so von mir. 1,5 Jahre noch zu überbrücken, da bin ich auch wieder in Deutschland, da bin ich wieder in meinem eigenen Aufnahmestudio, das ist alles ein bisschen angenehmer. Aber bis dahin gibt es sicherlich noch das ein oder andere Video. Lasst euch bitte gut gehen, ja. Wir sehen, wir hören uns und esst bitte so viele Döner, wie ihr nur könnt. Ja, ich muss mich da ein bisschen gedulden. Bis dahin, cheerio. Danke dir, dass du mein Video angeschaut hast bis zum Ende. Falls du noch ein weiteres Video gucken möchtest, du findest eins auf dieser Seite und die ganze Playlist findest du auf der anderen Seite. Falls du es noch nicht getan hast, einfach mal einen Daumen nach oben geben oder aber den Kanal abonnieren, dann verpasst du auch keine Videos mehr von der Vesarius Gamerstube. Vielen Dank dafür, bis zum nächsten Video.